Vater, wir danken dir für deine so große Liebe zu uns, deine Gnade, alles, was du bist für uns, Herr Jesus, dass du in unseren Augen, in unseren Herzen einfach immer wie größer, wie schöner bist, dass wir dich mehr und mehr erkennen und was du für uns getan hast. Danke, Herr, dass du da bist und dass du uns das Wort aufschließt. In dem mächtigen Namen Jesus. Amen. Letzten Sonntag haben wir eine Botschaft gepredigt, die dann ein Trigger war für mich, dass das eine Art weitergeht. Und also es war einfach Nummer eins von einer Serie, das wusste ich eben letzten Sonntag noch nicht. Aber jetzt wissen wir es. Weil es ist so spannend, in der heutigen Zeit zu leben, weil Gott ist so am Großes tun, wenn wir ein bisschen die Augen öffnen, was im Geist abläuft auf der ganzen Welt. Es geschieht natürlich sehr, sehr viel Negatives jetzt. Das ist ja auch gesagt worden in der Schrift, in welcher Zeit wir leben. Wir müssen keine Angst haben. Wir dürfen ihm vertrauen. Es wird nicht besser, im Gegenteil. In der Welt wird es dunkler, aber über uns geht auf der Herr und sein Licht scheint hell. Wir wissen ja, wie das ist, wenn ein dunkler Raum ist. Eine kleine Kerze kann den Raum erhellen. Und unser Licht scheint immer wie heller, weil es dunkler wird in der Welt. Wir dürfen das wirklich glauben, weil die Welt wird, der Herr möchte Menschen zu uns ziehen, weil sie das sehen und spüren, dass wir etwas haben, was begehrenswert ist. Und das ist Jesus Christus. Amen. Wir haben alle immer die Gelegenheit, Jesus scheinen zu lassen und vielleicht auch eben von ihm zu erzählen. Aber wenn ich denke, eben Paulus, welche Offenbarungen er bekommen hat vom Herrn, Offenbarungen, die uns wirklich ins Übernatürliche, in ein so viel besseres und höheres Leben hinein katapultieren. Und so genau haben wir es dann genannt, die Botschaft, ins Übernatürliche hinein katapultiert. Und der Übertitel ist Grace Revolution. Grace Revolution. Das ist, was eigentlich in der ganzen Welt jetzt dran ist. Dass Gnade noch einmal wirklich einfach gepredigt wird und das ist, was es wirklich ist. Weil der Leib Christi als Gesamtes ist sehr fest in Werke und Gesetzlichkeit hineingekommen. Und Gott möchte das Ganze nochmal so richtig auffrischen. Damals war es Martin Luther, hier in der Schweiz Zwingli, der Calvin, und da waren andere große Reformatoren, die endlich uns von dem ganzen Zirkus vom Katholizismus, also versteht mich richtig, nichts gegen Katholiken, Katholizismus, wenn es Werke sind, wenn es Dinge sind, die nicht einmal in der Bibel stehen, dann kann man den Menschen mit dem nicht helfen. Sie kommen wirklich unter ein Gesetz, unter Religion, aber auch andere Denominationen. Gott will einfach allen Gutes tun heute. Damals hat Martin Luther die Welt verändert. Also ich meine, absolut. Er hat dann gesagt, nicht durch eure Werke, ihr könnt den Himmel nicht verdienen, durch Ablassgelder oder ein Fegfeuer gibt es auch nicht. Ihr müsst auch hier entscheiden, wo ihr hin wollt, oder? Aber vor allem hat er diesen einen Satz aus Römerbrief, Gott hat ihm das offenbart, dass der Gerechte aus Glauben lebt und nicht durch Werke. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt worden und nicht aus Werke. Das haben wir alle begriffen, wir, die wir irgendwann uns zu Jesus Christus bekehrt haben. Dass man nicht in eine Kirche hineingeboren wird, sondern dass man sich für Jesus entscheiden muss, um zum Leib Christi zu gehören. Der Leib Christi ist nicht ein Gebäude. Jetzt ist Jesus da, weil ihr da seid. Während der Woche ist Jesus da drin, nicht außer ein Christ wäre hier.
Ja. Gott wohnt nicht in einer gotischen Kirche, nur weil sie wunderschön ist, sind fantastische Bauten. Aber Gott ist nicht dort, außer wenn jesusgläubige Menschen in dieser Kirche wären. Gut, das ist ja, glaube ich, eigentlich uns klar. Aber das, was damals Martin Luther begonnen hat, das ist zum Teil einfach, man ist wieder in Werke hineingekommen, und zwar durchs Band. Reformierte, alle Denominationen, auch sogenannte Freikirchen, viele sind sehr religiös und gesetzlich geworden. Und da geben wir jetzt Gegensteuer. Das muss jetzt einfach neu gepredigt werden. Und darum nennen wir das Grace Revolution, weil wir brauchen eine kleine Revolution im Herzen, dass wir uns wieder erinnern an, was Jesus getan hat, und dass wir Gnade nicht verdienen. Das ist unverdiente Gunst. Jeder Segen, alles, was Jesus erkauft hat für uns, können wir doch gar nichts verdienen. Nicht nur das ewige Leben. Das wissen wir, dass wir nicht, das nicht verdienen können durch gute Werke. Das wissen wir. Aber dass wir auch nachher, all diese Segnung hat uns bereits der Herr geschenkt. Und wir lehren euch empfangen. Empfangen. Gott hat Freude, wenn wir empfangen, das, was er geschenkt hat. Das ist Glaube. Wenn wir lernen, empfangen, was er geschenkt hat. Wir können nichts dafür tun. Wir können nicht leisten. Aber wir können dabei bleiben. Wir können es glauben. Wir können einfach gemäß dem Glauben handeln. Weil wir es glauben. Plötzlich sind wir verändert. Glory. Halleluja. Die Grace ist einfach eine ganz große Demonstration von Gottes Liebe, könnte man sagen. Und worum es wirklich geht, ist seine Liebe für uns. Nicht unsere Liebe für ihn. Jahrelang habe ich das nicht so klar gesehen, weil es hat immer geheißen, ja, du musst Gott lieben, du musst Gott mehr lieben, und da wirst du sehen, alles funktioniert. Das ist nicht biblisch, das ist nicht Neues Testament. Das Neue Testament ist zu erkennen, wie sehr uns Gott liebt. Und das wird alles richten in unserem Leben. Das wird uns die richtige Einstellung geben und ein Herz, ihn zu lieben dann. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er und nur, weil er uns zuerst geliebt hat. Und nicht aus einem Werk heraus. Ja, du musst Gott lieben, du musst mehr beten, du musst mehr das, du wirst sehen, dann funktioniert es. No. Wir müssen erkennen, wie sehr Gott uns liebt. Das ist das Neue Testament. Oh. Der Fokus ist auf ihn gerichtet. Es war einfach anders vor ein paar Jahren. Wir haben den Menschen gelehrt, und wir haben sie auch so gehört, überall, was sie alles verändern sollten, dass es nachher klappt, dass Gott sie segnet. Aber jetzt sehe ich das wirklich anders. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf das schauen, was er vollbracht hat, dann kommen wir in die Ruhe von unseren eigenen Werken. Und Glaube ist ein Ruhen in ihm. Glauben heißt nichts anderes als empfangen. Hallo. Also die Frage ist nicht, liebe ich Gott genug, sondern weiß ich, wie sehr Gott mich liebt. Es ist eine Art, fast wie gegen unseren Verstand. Wir möchten einfach immer etwas leisten, und jetzt sollte ich doch und jetzt muss ich. Aber wir dürfen einfach glauben und hören, wie sehr er uns liebt. Und dazu möchte ich mal eine Bibelstelle aufschlagen in Jeremia 31, Vers 3. Praise the Lord. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.
mit ewiger Liebe. Kennt ihr das Lied Ewige Liebe? Ewige Liebe. Das ist natürlich weltliche Liebe. Und sie singen ein Liebeslied. Ewige Liebe. Aber ewige Liebe hat nur Gott für uns. Gott hat uns mit ewiger Liebe geliebt. Stell dir einmal vor. Ewige Liebe, ewig heißt ewig. Als Kind versuchte ich mir vorzustellen, wie lang ewig ist. Und wenn das mir in den Sinn kam, das Wort ewig, konnte ich nicht mehr einschlafen am Abend, weil ich versuchte zu verstehen, wie lang die Ewigkeit ist. Meine Gedanken gingen in beide Richtungen. Ewig, ewig, unendlich, was heißt das? Wie lang ist das? Das ist komisch. Als kleines Mädchen habe ich solche Gedanken gehabt am Abend. Ewig. Aber nur Gott weiß, was ewig ist. Gott liebt uns mit deiner ewigen Liebe. Er sagt, ich habe dich eh und je geliebt. Und aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Also schon vor Grundlegung der Welt wusste Gott von uns. Er hat uns schon gesehen und schon berufen und schon gewollt. Gott ist eben Gott. Ist es nicht? Das ist das Schöne, dass wir einem Gott glauben dürfen, der wirklich Gott ist, nicht so einem Menschen nachfolgen oder so. Gott ist wirklich unser Schöpfer. Er ist so hoch, niemand kann ihn fassen. Und schon gerade gar nicht können wir Gott in eine Box sperren und sagen, du bist jetzt da und du musst jetzt so sein. Nein, Gott ist so groß, Gott ist so gut, seine Liebe ist unendlich. Und er liebt uns mit einer ewigen Liebe. Das heißt, er hat uns immer geliebt und wird uns immer lieben. Und das ist das Evangelium auch, meine, in der Bibel steht wirklich im Römerbrief. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Gott liebt Menschen. Gott liebt uns. Er liebt auch die, die ihn noch nicht kennen. Er liebt sie und er zieht sie zu sich. Mit ewiger Güte habe ich dich, aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Siehst du, es ist seine Güte, die uns zur Umkehr gebracht hat. Als wir kannten, er ist gut. Er meint es gut zu uns. Er ist wunderbar. Ewige Liebe. Ewige Liebe. Ich lese euch zuerst etwas vor. Das kennt ihr, das habe ich auch schon mal gelesen. Es kommt aus einem Buch von Joseph Prince. Und zwar ist es ein Zeugnis von jemandem aus Oregon in USA. Jemand, der ein Seelsorger ist. Und er wollte ganz speziellen Menschen helfen. Und zwar war das eine Irrenanstalt. Habt ihr jemand die gelesen? Ja, gut. Es geht genau um diesen Vers. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade oder Güte. Gut. Ich hörte eine Geschichte eines Predigers von Oregon, der mit Seelsorge in einer psychiatrischen Klinik, also Irrenhaus, beauftragt wurde. Seine erste Aufgabe war in einer Gummizelle, wo sich gestörte, kaum gekleidete Insassen befanden. Er konnte mit diesen nicht sprechen, geschweige denn sie seelsorgerisch betreuen. Die einzigen Reaktionen waren Geächze, Gestöhne und dämonische Gelächter. Da bekam er den Eindruck vom Geist Gottes, sich in die Mitte dieses Raumes zu setzen und während einer ganzen Stunde das berühmte Kirchenlied «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». Genau, was wir vorher gesungen haben, «Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies». Eine ganze Stunde hat er sich hingesetzt, mitten in dieser Gummizelle, hat dieses Lied einfach gesungen. Auf Deutsch eben, das habe ich gesagt, gar nichts geschah bis am Ende dieses ersten Tages, aber während Wochen
Nichts geschah am Ende dieses ersten Tages, aber während Wochen blieb er beharrlich und dabei und sang dasselbe Lied, und zwar jedes Mal mit größerer Überzeugung. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies. Im Laufe der nächsten Tage begannen die Patienten einer nach dem anderen mitzusingen. Am Ende des ersten Monats wurden 36 der schwer belasteten Patienten erstaunlicherweise von der Abteilung, wo sie Rundumpflege und Betreue hatten, verlegt in eine Abteilung, wo sie selber zu sich schauen konnten. Innerhalb eines Jahres wurden alle 36 außer zwei von ihnen aus der Irrenanstalt entlassen. Als eine der bekanntesten und beliebtesten Hymnen aller Zeiten liegt die Berühmtheit dieses Liedes in der kurz gefassten, prägnanten Art, das Herz Jesu zu offenbaren. Sie gibt uns ein Zeichen, damit wir erkennen, dass, egal mit welchen Herausforderungen, Versagen oder Problemen wir umzugehen haben, die Liebe des Herrn immer konstant bleibt. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ob du sie fühlst oder nicht, Jesus' konstante Liebe für dich liegt in der Wahrheit und ist auf dem festen Fundament seines unveränderlichen Wortes gegründet. Es sagt aus, dass seine Liebe für dich und mich einzig und allein auf ihm gegründet ist, auf seinen Verheißungen, seinem Werk und seiner Gnade. Ist es nicht gewaltig? Ist es nicht gewaltig? Die Liebe Gottes, was sie vermag. Also Mama zeigt uns der Heilige Geist Dinge und es macht da oben keinen Sinn. Oder? Meine, stell doch mal vor, das ist eine wahre Geschichte. Hast du vielleicht Ideen bekommen, Waltraud? Ja. Gut, gut. Entschuldigung. Okay. Wir können nachher noch darüber sprechen. Nein, der Heilige Geist ist absolut fantastisch, weil er weiß, was Menschen brauchen. Und wir dürfen uns einfach nicht schämen. Wenn wir glauben an diese Liebe, wie machtvoll sie ist, ob sie gesungen wird oder gesprochen wird, seht ihr, das ist ein Same, der gesät wird in die Herzen. Das ist das Wort, das ist pure Gnade in diesen paar Worten. Pure Gnade, und eine Frucht kommt hervor. Dämonen hassen diese Worte. Sie müssen fliehen. Diese Patienten waren alle voll Dämonen, die waren besessen. Und sie brauchen eine Offenbarung wieder von Gottes Liebe. Weißt du, manchmal nützt es nichts, wenn wir einfach Dämonen austreiben. Sie müssen das Wort hören und voll werden von der Liebe und Gnade des Herrn. Halleluja. Ich finde das einfach einmalig und wunderbar. Jetzt schlagen wir auf zu Johannes 1, 18. Und wir wollen jetzt über diese Liebe ein bisschen sprechen, weil Jesus Christus ist ja gekommen, unter anderem uns den Vater zu zeigen, uns den Vater zu offenbaren. Also alles, was Jesus getan hat, hätte der Vater getan. Alles, was Jesus gesprochen hat, hat der Vater gesprochen. Er hat immer gesagt, ich und der Vater sind eins. Und ich kann nichts tun, außer das, was der Vater im Himmel mir zeigt. Er war so eins mit dem Vater. Und wir wissen ja auch, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat auch uns über ihn Aufschluss gegeben. Johannes 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen. Johannes Evangelium 1, 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der
Eingeborene oder einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Der Jesus gibt uns Aufschluss über den Vater. Gut. Halleluja. Wir wollen jetzt eine Sparte anschauen, können wir sagen, über den himmlischen Vater. Und zwar bei Grace Revolution geht es auch darum, dass wir gewisse Bibelstellen wirklich besser verstehen, die ein Hindernis sein könnten im Verständnis über unseren himmlischen Vater. Amen. Weil es gibt wirklich Bibelstellen, die nicht ganz einfach zu verstehen sind. Und heute wollen wir mal anschauen, wie das denn so ist wegen Strafen. Strafen. Wie der himmlische Vater ist. Wie er uns erzieht. Frage an euch, ihr seid Eltern, ihr müsst ja die Kinder auch erziehen. Ihr müsst sie auch zurechtweisen. Ihr müsst auch mit ihnen sprechen. Und ab und zu strafen. Wie straft man? Was macht man? Sind ihr nicht? Habe ich euch noch hier? Schon, ja, seid noch da. Gut, gut. Also, es gibt eine gute Botschaft im Fall. Es ist nicht eine, muss keine Angst haben. Nein. Immer in der Liebe, ja genau, genau. Aber es ist auch noch konkret und eben, es hat mit gewissen Bibelstellen zu tun. Und wir wollen jetzt das anschauen, weil es gibt eine, die uns ein bisschen Bauchweh macht und die müssen wir einfach richtig verstehen. Das ist im Hebräer 12. Dort heißt es, Hebräer 12, Vers 5 bis 6. Und ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, denn wenn der Sohn lieb hat, dann züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also es tönt jetzt ein bisschen eben. Genau, dies sind Bibelstellen, über die man gerne hinwegliest. Das Wort züchtigen, gefällt das euch, züchtigen? Was kommt euch da in den Sinn? Rote und Schläge und so weiter. Jetzt müsst ihr aber hören, was es wirklich heißt. Im Griechischen heißt das Wort Erziehung. Es heißt Training. Man muss Kinder trainieren. Man muss Kinder korrigieren. Es heißt Korrektur. Und genau das Wort züchtigen eben auch. Erziehen mit Disziplin, lehren, trainieren, zurechtweisen. Also wir sollen die Züchtigung des Vaters nicht gering achten. Nicht sagen, ja, das brauchen wir nicht oder das ist nichts. Wir sollen das Zurechtweisen des Vaters, das Lehren, das uns Trainieren nicht verachten, mit anderen Worten. Also, das hört schon mal besser. Das Wort züchtigen ist ein sehr, da denkt man einfach nur an Schläge und an Stock. Es gibt wohl in der Erziehung der Kinder, wenn sie kleiner sind, gibt es Momente, wo das angebracht ist, weil sie nicht auf unsere Worte hören, weil sie ihn gar nicht verstehen wirklich, dass mal so ein schöner Klaps am richtigen Ort kann Wunder wirken. Also es ist nicht so, dass einfach all die Erziehung von früher schlecht gewesen wäre. Denkt einmal ganz genau darüber nach, wie verheerend Worte sein können, wenn Kinder, zum Beispiel, wenn man ihnen sagt, du bist der Hinterletzte, aus dir wird mal gar nichts. Weißt du, was nichts ist? Nichts. Du wirst keine Arbeit finden, du wirst keine Frau finden. Dir wird es nicht gut gehen, wenn du nicht jetzt sofort mir gehorchst. Und wenn dann Eltern noch im Affekt das tun, wenn Eltern dann ist es noch schlimmer. Oder du hast einen jähzornigen Vater, der dann noch reinschlägt mit dem Stock und einfach unkontrolliert reinschlägt. Dann ist es perfekt programmiert für ein schlimmes Leben. Gut, wir kennen solche
Menschen auch, die Gott auch wieder geheilt hat, weil sie gemerkt haben, der Vater war wirklich einfach ein böser Vater, er hatte selber ein großes Problem und ich darf jetzt an den himmlischen Vater glauben, der meine Herzensschmerzen heilt. Also wir kennen sogar Verdingkinder. In Luzern hatten wir mal zwei, ein Ehepaar, wo beide waren Verdingkinder. Stellt euch mal vor, Verdingkinder. Das sind diese Kinder, die während dem Krieg, einfach, weil damals gab es noch keine Antibabypille, die Leute hatten sehr viele Kinder, sie konnten nicht mehr für sie sorgen und da hat man sie einfach geholt und hat sie irgendwo auf einen Bauernhof getan, wo sie schuften mussten, wo man sie zum Teil eben also misshandelt hat auch. Und es war eine sehr dunkle Sache auch hier in der Schweiz und es gibt ja einen Film darüber. Es wurde viel geredet, auch in den letzten Jahren, über das Thema und für Genugtuung natürlich auch, um sie irgendwie zu entschädigen, obwohl das man, kann man nicht mit Geld gut machen, aber man kann Geld, mit Geld kann lindern, trotzdem. Geld kann etwas Gutes tun, aber es kann nicht Herzensschmerzen lindern. Es kann nur Jesus. Jesus ist gekommen, auch diese Schmerzen wegzunehmen. Ich bin gekommen, zerbrochene Herzen zu heilen. Aber das ist natürlich völlig verkehrt. Wenn wir, siehst du, du brauchst keinen Stock, um ein Kind für die Zukunft zu züchtigen und schlagen mit so falschen, verdammenden Worten, die eine Seele kaputt machen. Solche Kinder gibt es sehr viel. Und ich wage es zu behaupten, ich habe meine Kinder auch ab und zu, ich habe einen Stock zu Hause gehabt. Der wusste sie genau, wo der ist. Es ist viel einfacher, ab und zu Hosen runter, hinten nur da, nicht mit der Hand, nicht ins Gesicht, nicht ziellos, einfach im Affekt, sondern ganz gezielt dahinten ein kleiner Schmerz in der Liebe und nachher dem Kind erklären. Und vorher hat man sie auch schon erklärt, was passiert, wenn. Weil Kinder hören oft einfach nicht zu. Und es kann nicht sein, dass Eltern Sklaven der Kinder sind. Auch natürlich umgekehrt ist nicht richtig. Also Kinder geben den Ton nicht an in der Familie. Wir sind gesetzt vom Herrn als Haupt der Familie. Und darum müssen wir schauen, dass eine Linie da ist. Und sie müssen horchen. Also zum Beispiel Rebellion dürfen wir nicht tolerieren. Die Welt ist voll Rebellion. Sie bekommen das mit in der Schule. Sie werden gefüttert. Sie werden dort gelehrt, dass sie nicht einmal den Lehrern folgen müssen zum Teil, oder? Weil die Vorgesetzten gar nicht mehr wissen, wie mit dem umgehen. Es ist zum Teil sehr, sehr schlimm. Aber eben, ich behaupte zu sagen, es ist viel einfacher, dass man die Kinder liebt, mit ihnen spricht und ab und zu, wenn es halt sein muss, in aller Ruhe, nicht vor anderen, nicht vor den anderen Geschwistern. Kleiner Ding da hinten rauf, der schmerzt vielleicht ein Stücklein, das macht nichts. Aber dafür, sie lieben mit Worten, immer wieder sagen, wie kostbar sie sind. Also Worte können viel mehr Schaden anrichten. Aber irgendwo gibt es halt einfach eine Grenze, die Kinder nicht überschreiten dürfen. Und weißt du was? Es wird eine Frucht geben daraus, eine Frucht. Die Bibel spricht von einer friedsamen Frucht in der Familie. Weil man kann nicht einfach die Kinder lassen, wie sie sind. Das sage ich jetzt alles, um euch zu zeigen, wie der himmlische Vater ist. Der himmlische Vater korrigiert uns auch. Wie macht er es? Und jetzt kommen wir auf die Gnade zu sprechen. Wir schlagen auf zu Titus. Das ist jetzt revolutionär. Das ist Grace Revolution. Das ist jetzt der schönere Teil. Niemand liebt Strafen, niemand liebt Zurechtweisung. Aber diese Bibelstelle müsst ihr haben. Und dann natürlich auch noch eine andere im Timotheusbrief. Also Titus Kapitel 2, 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, das ist Jesus, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Oh, jetzt haben wir das Wort wieder hier.
Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Also wiederum, das Wort Sucht ist Gnade erzieht uns. Ist das nicht wunderbar? Die Gnade ist gekommen, uns zu erziehen. Gnade erzieht, Gnade weist uns zurecht. Es scheint fast, dass das gar nicht sein kann. Wir denken an Gnade, wie Gnade ein Freipass ist, zum einfach machen, was wir wollen. Natürlich können wir tun, was wir wollen, aber wenn wir Gnade verstehen und wer Gnade ist gekommen durch Jesus Christus zu uns, wenn wir ihn immer wie mehr sehen und was er für uns getan hat, dann ist es wie eine Erziehung für uns, wir wollen einfach gar nicht mehr daneben liegen, weil Jesus so wunderbar immer wieder vor unseren Augen ist und wir so mit dieser Gnade lernen zu leben. We go from grace to grace. Gnade und Gnade wird uns mehr und mehr zuteil. Gnade führt uns zur Umkehr. Seine Güte, seine Liebe. Sie erzieht uns. Ist gewaltig. Und Gott braucht eben das Wort dazu. Schau mal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Auch jetzt hier, er braucht das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Also Gott braucht nicht Krankheit, um uns zu erziehen. Ich hoffe, das ist der Victory Family total klar. Gott braucht nicht Unfälle, um uns zu erziehen. Krankheit und Unfälle kommen nicht von Gott, das hat der Teufel inszeniert. Er will uns Krankheit anhängen. Er will uns Unfälle, das ist von ihm vorbereitet, wenn wir da plötzlich verunfallen. Oft schon länger vorbereitet. Anschläge, terroristische Anschläge sind länger vorbereitet. Kann der Heilige Geist uns sprechen, nicht an einen gewissen Ort zu gehen, an einem gewissen Tag, zu einer gewissen Stunde? Ich denke wohl. Er führt und leitet uns aus diesen Dingen heraus und nicht in diese Dinge hinein. Unfälle, Krankheit kommen nicht von Gott. Er erzieht uns nicht mit diesen Dingen. Er erzieht uns mit der Schrift. Weißt du, dass die Heilige Schrift manchmal ein bisschen weh macht? Weil wir sehen, aha, Korrektur. Und so, wenn die Kinder größer werden, hören sie mehr und mehr. Sie verstehen mehr. Man weiß, sie verstehen. Da braucht man sicher nie mehr mal. Man kann mit ihnen sprechen, vernünftig sprechen. Gott spricht mit uns, um uns zu erziehen. Also, wir als Väter und Eltern oder Mütter, wir eben erziehen unsere Kinder, wenn sie klein sind, so wie ich vorher gemacht habe. Was Gott macht, ist im Geist. Er erzieht uns im Geist. Er erzieht uns durch das Wort, durch seine Liebe, durch seine Gnade. Und das ist das Wort der Gnade. Wir haben gesehen, die Gnade nimmt uns in Zucht. Also er zieht uns. Es ist erstaunlich, dass Gnade eigentlich das macht. Gut. Jetzt gehen wir zu Johannes Kapitel 15. Und jetzt ist da
auch ein Abschnitt, den wir richtig verstehen dürfen durch die Gnade. Zwei Wörter, die den Unterschied ausmachen. Also, Gott will ja, dass wir Frucht bringen. Es ist ihm wichtig, dass wir Frucht bringen. Ein Leben von Frucht. Wir lesen hier Johannes 15, 1 bis 2. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jeglicher Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Also, wir sind die Reben. Er ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Trauben. Wir sind die Reben. Wir hangen an Jesus und wir bringen Frucht. Jetzt könnte das sehr viel Verdammnis geben, weil wir können ja alle sagen, ja, aber ich habe eigentlich nicht große Frucht in meinem Leben. Oder ich bin erst dran. Was heißt jetzt das, der Vater nimmt mich weg? Lesen nochmal. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jegliche Schoss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Einfach, zack. Nein, das Wort heißt eben nicht abschneiden. Es heißt hochheben. Es heißt aufbinden. Wenn du ein Weinstock hast, ganz da in der Nähe, Halbinslau, gibt es eine schöne Weinreben, ein Weinberg. Und da sieht man sie, wie sie das machen. Wenn ein Schoss so am Boden liegt, wird es wahrscheinlich keine Frucht bringen. Was machen gute Weingärtner? Sie heben das Schoss auf und sie binden es an dem Spalier. Am Spalier, dazu, Spalier, wo sie aufbinden. Jetzt in einem Weinberg, anderen Weinbergen, sind diese Spaliere sehen aus wie ein Kreuz. Does it ring a bell? Does it ring a bell? Läutet es bei dir? Es sieht aus wie ein Kreuz, so ein Trellis, sagt man im Englisch. Der Weingärtner, der Vater, hebt uns hoch, wenn wir keine Frucht bringen, und bindet uns wieder an. Er hebt uns hoch. Das ist ganz, ganz ein anderes Wort als abschneiden. Aber es sind beide Worte möglich. Ich habe nachgeschaut, im Griechischen sind beide Worte möglich. Aber der Übersetzer hat einfach eben das eine Art gesetzliche Denken, religiöse Denken und okay, einfach abschneiden, weg. Wirft er weg, braucht man nicht mehr. Und es geht hier auch gar nicht um ewiges Leben. Dieser Abschnitt im Johannes 15 geht um Frucht bringen. Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Und man könnte sagen, der verlorene Sohn, der nach Hause gekommen ist, der hat ja da wirklich keine Frucht gebracht in seinem Leben, abseits vom Vater, abseits von seinem wunderbaren Reich, wo er war, mit seinem Vater zusammen, Familie und alles. Er war in die Welt gezogen, hat das Vermögen gefordert, was ihm gehörte, und hat alles verprasst, alles mit Huren verlebt, also ein schlimmes Leben geführt. Aber wir kennen die Story, wie der Vater auf ihn gewartet hat, ihm entgegengerannt ist, ihn umarmt hat, ihn verküsst hat und ihm nie einen Vorwurf gemacht hat. Was hat der Vater gemacht mit diesem Sohn? Was war die Erziehung? Er hat ihn hochgehebt.
Er hat ihn hochgehebt. Das ist genau das, was der Vater gemacht hat. Anstatt mit Worten zu züchtigen, mit einem Stock zu züchtigen, hat ihn aufgehebt. Aufgehebt, wieder angemacht. So dass kein Raum für Schuldgefühle bleibt. Das ist unser Vater. Das ist unser Vater. Wenn Schuldgefühle kommen, dann kommen sie vielleicht von uns persönlich, vom Gewissen. Aber vom Vater, von Gott, no. Keine Schuldgefühle. Er zeigt uns liebevoll, wie wir, durch das Wort zeigt er uns das, wie wir Frucht bringen können, wie wir ein gutes Leben haben können, wie wir andere segnen können, wie wir einen Lebensstil des Gebens beginnen, wie wir anderen Gutes tun. Und all das, was wir ja sowieso tun, durch seine große Gnade. Aber es ist nie mit Schlägen und mit Strafen in dem Sinn. Er erzieht uns durch das Wort und seine liebevolle Handlung. Und dann im Vers gehen wir wieder zu Johannes 15. Er sagt im nächsten Vers, also eigentlich ist es immer noch der zweite, jedes Fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie das Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ist ja klar, eine Rebe, die du abschneißelst und isst, die ist nicht mehr am Stock. Also wir bleiben in Jesus, wir bleiben in seiner Liebe, wir bleiben angeschlossen, wir bleiben unter dem Wort der Gnade. Wir können nicht switchen und mixen, wie wir wollen. Dann machen wir ein Durcheinander. Wir müssen jetzt konsequent an die Gnade Gottes glauben. Und diese Korrekturen auch im Wort, die sind ja eine Wohltat. Also, dass er mich abschneidet, nur weil ich jetzt gerade im Moment noch keine Frucht bringe oder so. Nein, er hebt dich auf. Er bindet dich wieder hoch, damit du Frucht bringst. Und die anderen heißt, jede, die Frucht bringt, reinigt er. Er reinigt es. Er nimmt das bei den Rosen, wir wissen, wie das ist, wenn wir reinigen, wir schneiden verblühte Blüten ab zum Beispiel und dann kommen nebenan, sprießt es wieder. Und so reinigt uns der Vater. Er nimmt gewisse Dinge einfach weg, die keine Frucht bringen, damit wir mehr Frucht bringen können. Und wir können nur Frucht bringen, wenn wir am Weinstock bleiben. Wir bleiben in Jesus. Niemand kann uns ja von dort wegnehmen. Wir können, auch wenn wir weggehen würden, würden wir in Jesus sein. Das ist ja die große Sicherheit, die wir haben, weil es von ihm abhängig ist. Er hat sich bereits entschieden, es so zu tun. Wir sind nicht mehr so wichtig, in seinen Augen schon, aber nicht, dass wir jetzt alles von uns abhängig machen, dass wir ja nie mehr einen Fehler, alles perfekt und so. Ja, wir geben uns Mühe, logisch. Aber hey, schau auf Jesus, wie perfekt er ist, wie perfekt sein Werk auf Golgatha ist. Amen. Also er reinigt uns. Und das Wort ist Kateiro, also reinigen, säubern. Er will, dass wir wirklich eben uns nicht vermischen mit anderen Lehren. Das ist auch... Jetzt, wenn wir zu Lukas 15 gehen und die Geschichte, die ich jetzt nur angetönt habe vom verlorenen Sohn, da gibt es ja noch diesen älteren Sohn, der zu Hause ist. Der ältere Sohn,
gut. Wir wissen, der Ältere war im Feld, hat sich sehr geärgert. Und jetzt lesen wir im Vers 25, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da war er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Dirnen verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Hört ihr diese Sprache? Erstens einmal müsst ihr wissen, gesetzliche Leute werden schnell mal zornig. Es ist ein Ausdruck vom Leisten, von eigenen Werken. So viele Jahre diene ich dir. Also er hat alles von sich abhängig gemacht, von seinen Leisten. Und Vater, wieso hast du nie mir das? Und jetzt dieser kommt nach Hause, der hat alles gut verschleudert und du machst ihm ein Fest, du hast mir nie ein Fest gemacht. Das ist diese beiden Söhne, beide von der gleichen Familie. Der eine hat Gnade verstanden, der andere ist total gesetzlich und religiös und macht alles von seinen Werken abhängig. Das will der Herr nicht. Und jetzt schauen wir im Vers 30, in einem Vers 31, der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Man musste aber fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Alles, was uns, der Vater hat auch uns alles geschenkt. Wie ich am Anfang gesagt habe, Glaube, es ist eine Sache von Empfangen. Leben wir in dem, was der Herr uns gegeben hat. Wir können nicht leisten und dann denken, Gott wird jetzt etwas super machen für mich, weil ich jetzt so treu war, weil ich jetzt so viel gearbeitet habe, weil ich jetzt so in der Kirche das und das mitgeholfen habe und so weiter. Der Vater will heute, dass du weißt, alles ist dir. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Es gehört dir alles. Und der Vater redet. Was macht der Vater gerade jetzt mit diesem Sohn, der das so falsch verstanden hat? Er erzieht ihn. Er spricht zu ihm. Er zeigt ihm das Wort. Er zeigt ihm seine Liebe. Der Vater ist nicht zornig auf ihn. Alles war da all die Jahre. Und er hat geschuftet und gedacht, er dürfe nie ein Fest machen. Er müsse nur leisten, damit der Vater Freude hat. Er ist zornig geworden, weil er alles absolut nicht richtig verstanden hatte. Der Vater erzieht ihn. Mit Worten der Liebe, mit Worten der Gnade. Es war immer noch alles sein. Ich finde es spannend, wie die Geschichte weitergehen würde, wie er sich verändert hat. Wir wollen sie dann mal im Himmel fragen, wenn sie dort oben sind. Aber es ist eine Geschichte oder ein Gleichnis, ja, was immer. Aber das ist einfach so wunderbar. Er reinigt jetzt diesen älteren Bruder. Er reinigt das, damit er Frucht bringen kann. Das ist keine Frucht. Nur das Leisten und das Falschverstehen und ich habe doch geschuftet und ich bin immer bei dir geblieben und ich habe nichts von deinem Gut verschleudert, aber dieser, dein anderer, der Bruder da, und dem machst du noch ein Fessel.
Der natürliche Mensch würde zornig, ich verstehe das, aber nur der natürliche, der Gnade nicht versteht. Kenneth Copeland ging mal in ein Gefängnis, durfte ins Gefängnis, weil er einen Dienst hat mit Untergefangenen. In Amerika kann man viel eher in Gefängnisse hinein, wenn man Pastor ist oder so. Hier ist fast unmöglich. Aber er hat einen Dienst, er kennt diese Leute. Sie haben auch Fernsehdienst, sie schicken denen ihr Magazin und alles. Aber einmal ging er wieder und er sah so diese weißgekleideten Insassen dort und Gott sagt, weißt du, Kenneth, der einzige Unterschied zwischen dir und ihnen ist Jesus. Das ist ein neues Denken, das wir haben müssen. Wie ohne Jesus sehen wir auch nichts. Also dieser Abschnitt hier vom Kapitel 15 im Johannesevangelium, ist nicht, habe ich ewiges Leben oder nicht. Es geht um Frucht bringen. Praise the Lord. Und wir lesen jetzt zum Abschluss noch im 7 bis 8, 7 haben wir schon angetönt. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, mögt ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Wenn wir sehr schnell darüber lesen, dann bekommen wir nicht das wirklich den Punkt mit. Der ganze Abschnitt im Kontext geht um Frucht bringen. Also, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werden. Ist die Frucht etwas tun, etwas leisten? Nein. Die Frucht ist, weil wir lernen, empfangen von ihm. Das ist der Kontext. Wir bitten, er hat Freude, uns zu geben. Und das ist Frucht. Das Kapieren, das Empfangen, das Schnallen, um was es geht. Frucht bringen, weil wir gelernt haben, empfangen. Viel empfangen heißt viel Frucht. Stellt auch keiner vor, Leute, die sagen, ich brauche den Heiligen Geist nicht, ich kann auch leben ohne ihn, ich brauche keine anderen Sprachen. All diese Geschenke, die kostbarsten Geschenke, die uns zuteil wurden, die ein Leben so viel fruchtbarer machen für uns, wenn wir sagen, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Und Gott will es uns ja schenken. Es ist ja da. Und wir dürfen ihn bitten um den Heiligen Geist und wir bekommen ihn in der Fülle. Da zum Beispiel, oder? Empfangen und Frucht bringen. Es ist eigentlich so gewaltig, wenn wir diese Abschnitte, die vielleicht ein Stolperstein für manche sind, man liest nicht gern, ich habe früher auch immer gedacht, aber es ist so schön, ich bin eine Rebe, er ist der Weinstock, der Vater schaut zu mir, er ist der Weingärtner. Und wenn dieses blöde Ding nicht da wäre, keine Frucht, schneidet mich ab. Also, passt irgendwo nicht. Aber wenn wir die Dinge verstehen, wenn wir forschen und weil es kann ja gar nicht sein. Es wird sich ja der Liebe Gottes widersprechen. Oh, es ist so viel besser, diese Dinge zu verstehen. Aber falls wir mal, und wir verstehen, werden nie ganz alles verstehen, aber lasst euch nie berauben. Diesem, was euch geschenkt wird, von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes, vom dass ihr eure Rettung nie mehr verlieren könnt durch einige Bibelstellen, die einfach ein bisschen Bauchweh machen, die man wirklich ganz seriös und klar beklärt bekommen muss, damit man sie versteht. Und werden in nächster Zeit noch ein paar anschauen. Bleibet
in meiner Liebe, sagt er zum Schluss. Dadurch werdet ihr viel Frucht bringen. Menschen, die glauben, dass sie von Gott geliebt sind, werden bringen viel Frucht. Gott ist Liebe. Amen. Und der Glaube ist durch Liebe wirksam, heißt es im Galater. Und wiederum, das ist die Liebe, die Gott zu uns hat und nicht unsere Liebe zu ihm. Die kommt automatisch, wenn wir verstehen, wie sehr wir geliebt sind von Gott. Ah, das ist das Evangelium, das ist Grace Revolution. Und das müssen wir einfach hinausposaunen in die ganze Welt. Praise the Lord. Wir machen alles von seiner Liebe abhängig und nicht von unserer menschlichen Liebe. Wir sind wirklich einfach nicht perfekt, falls du das noch nicht gemerkt hast, wir Menschen. Aber er ist perfekt. Amen. Da wollen wir aufstehen und beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für Erläuterungen und Erklärungen, die uns wohltun, weil wir wissen, du bist ein guter Gott und du liebst uns bedingungslos. Wir danken dir, Herr, dass du uns immer aufrichtest. Und wenn du uns reinigst, dann ist es durch dein wunderbares Wort und deine Liebe, deine Gnade. Wir danken dir, Herr, dass wir uns einfach geborgen fühlen dürfen bei dir. Und nicht dieses Gewisse, wo immer ein schlechtes Gewissen oder dieses Gefühl von, ich bin nicht angenommen, Herr, das ist in weite Ferne verbannt auf alle Ewigkeiten, weil wir wissen, du nimmst uns immer an und du liebst uns immer. Wir danken dir für diese unendliche Liebe, mit der du uns schon immer geliebt hast. Und uns dein Eigentum nennst. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir gehören dürfen. Falls du diese Botschaft hörst und du weißt, du bist noch nicht sein Eigentum, kannst du es heute werden, indem du dein Leben einfach ihm gibst, so wie er sein Leben dir gegeben hat. Du darfst Sünden, und Schuld, das Vergebung erlangen von Jesus, Sündenvergebung, weil er dir vergeben hat, weil er dich von Schuld gelöst hat. Das hat er für dich getan am Kreuz. Also wenn du Jesus als Herrn annehmen möchtest, dann sprich mir einfach dieses kleine Gebet nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Du bist der Sohn Gottes. Du hast meine Sünden ans Kreuz genommen, hast sie getragen und du hast mich von Schuld freigesprochen, sodass ich jetzt erlöst bin durch deine Gnade in alle Ewigkeit. Herr, ich will das glauben und an dich glauben. Und ich danke dir, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Im Namen Jesus. Amen.